Legen Sie ein Gerät in das Modul. Wenn Sie die Klappe schließen, startet der Test. Solange der Test läuft, blinkt die LED-Leiste blau. Wechselt die LED-Leiste am Modul auf grün, ist der Test erfolgreich bestanden. Auf dem Touchscreen wird gleichzeitig ein grünes Feld dargestellt. Sie können dieses Feld berühren, um weitere Informationen zu den Testergebnissen zu erhalten. Entnehmen Sie das Gerät. Es ist nun einsatzbereit. Wechselt die LED-Leiste am Modul auf Rot, ist der Test nicht bestanden. Auf dem Touchscreen wird gleichzeitig ein rotes Feld dargestellt. Sie können dieses Feld berühren, um weitere Informationen zu den Testergebnissen zu erhalten. Entnehmen Sie das Gerät. Es ist nicht einsatzbereit. Wenden Sie sich an die lokale Messtechnikwerkstatt. Legen Sie ein Gerät in das Modul. Schließen Sie die Modulklappe. Drücken Sie am Touchscreen einen angezeigten Favoriten Ihrer Wahl. Der Test startet jetzt. Solange der Test läuft, blinkt die LED-Leiste blau. Wechselt die LED-Leiste am Modul auf grün, ist der Test erfolgreich bestanden. Auf dem Touchscreen wird gleichzeitig ein grünes Feld dargestellt. Sie können dieses Feld berühren, um weitere Informationen zu den Testergebnissen zu erhalten. Entnehmen Sie das Gerät. Es ist nun einsatzbereit. Wechselt die LED-Leiste am Modul auf Rot, ist der Test nicht bestanden. Auf dem Touchscreen wird gleichzeitig ein rotes Feld dargestellt. Sie können dieses Feld berühren, um weitere Informationen zu den Testergebnissen zu erhalten. Entnehmen Sie das Gerät. Es ist nicht einsatzbereit. Wenden Sie sich an die lokale Messtechnikwerkstatt.